Ich erteile das Wort Herrn Abgeordneten Müller für die FDP. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, meine sehr geehrten Damen und Herren von der SPD, wenn Sie den Jugendarrest verbessern wollen, dann ist der Gesetzentwurf jedenfalls nicht der richtige Weg. Denn, meine Damen und Herren, da müssen erheblich mehr Punkte hinein, da müssen erheblich mehr und konkretere Forderungen rein. Da muss zum Thema Warnschussarrest, der aufgeführt ist, der drinsteht, als pauschale Regelung, ohne jegliche Ausgestaltung. Und das ist genau das Problem. Wenn Sie den Warnschussarrest dort reinschreiben, dann müssen Sie auch dazu sagen, dass der Warnschussarrest anders ausgestaltet werden muss als zum Beispiel der Dauerarrest und andere Arrestformen. Und dazu fehlt jegliche Formulierung, jeglicher Ansatz. Sie wollen ihn nicht, ist in Ordnung. Aber es gibt ihn und deswegen müssen wir ihn auch regeln. Und das ist ein erhebliches Defizit zum Beispiel an diesem Gesetzentwurf, den wir in der Tat hier aufzeigen müssen und wo einfach Mängel bestehen. Die Grünen haben sich klar zum Arrest bekannt. Bei der SPD war das nicht so ganz richtig zu erkennen. Und ich glaube, wenn alle diejenigen, die bei der Einweihung der Jugendarrestanstalt in Gelnhausen anwesend waren, zugehört haben, dann konnten wir den Ausführungen in dieser sehr schönen Stadt, Herr Dr. Müller, Gelnhausen, entnehmen, welche Bedeutung der Jugendarrest hat. Und das ist, glaube ich, sehr eindrucksvoll dargelegt worden von den Experten vor Ort, dass eben sehr wohl auch die Arrestformen sehr wichtige Bedeutung haben und dass dort Grenzen auch zum Teil aufgezeigt werden und dass auch gerade bemängelt wurden, dass unter Umständen zu spät einmal ein Arrest verhängt worden ist. All diese Punkte sind zu regeln und sind zu besprechen und es kommt so ein bisschen rüber, Sie haben den Gesetzentwurf eingebracht, ich habe eben den Zwischenruf vernommen, ja, aber so richtig begeistert sind Sie vom Arrest, vom Jugendarrest insgesamt nicht, vom Anschlussarrest schon gar nicht und deswegen sind die Ausführungen und die Formulierungen, dass das ja eigentlich alles zu kurz ist und eigentlich alles viel länger dauern müsste, weil man in dieser kurzen Zeit ja gar keine pädagogischen Maßnahmen umsetzen kann, nicht so richtig nachzuvollziehen. Da muss ich sagen, hat sich Herr May schon deutlich konkreter eingelassen und sinnvoller eingelassen, als das in dem Falle bei Ihnen, Frau Hoffmann, der Fall gewesen ist. Denn was ist denn der Sinnschluss, der logische Schluss aus Ihren Formulierungen, dass man den Arrest noch mal verlängern sollte, damit man mehr Zeit haben kann, um da noch entsprechend auf die Jugendlichen einzuwirken? Das, meine Damen und Herren, kann doch nicht der logische Schluss sein, den Sie hier eben gezogen haben. Meine Damen und Herren, ich glaube, dass wir mit dem Vorhaben, mit dem wir im Bereich der Sicherungsverwahrung schon Erfolg hatten, mit dem wir auch im Bereich der anderen Vollzugsgesetze Erfolg hatten, nämlich in enger Abstimmung und Zusammenarbeit mit den anderen Bundesländern, einen Gesetzentwurf auch in diesem Bereich auf den Weg zu bringen. Und das Land Hessen ist mit dem Justizministerium federführend mit dort dabei, diese Abstimmung der Bundesländer untereinander auch abzuwarten und dort die Erkenntnisse aus den vielen Diskussionen, die dort sicherlich auch noch anstehen, wo es schon viele gab, abzuwarten und dann einen wirklich sinnvollen, guten Entwurf in Hessen auch auf den Weg zu bringen, in dem auch all die Dinge dann drinstehen, die ich eben angedeutet habe, die jetzt nicht drinstehen. Und das, meine Damen und Herren, wird unser Weg sein. Wir sind dennoch gespannt auf eine Anhörung, aber ich kann auch sagen, dass der Gesetzentwurf sehr viel Theorie ist und wenig Praxisbezug wiederum zu Hessen hat. Und da müssen wir überall schauen, dass wir das ausmerzen. Ich weiß nicht, ob wir das an dem Gesetzentwurf schaffen, weil das würde so viel Änderungsbedarf bedeuten. Und vor allen Dingen würde es nicht funktionieren, die entsprechenden Abstimmungen und der Bundesländer untereinander noch einzubeziehen und die Erkenntnisse daraus einzubeziehen. Deswegen ist es dieser Gesetzentwurf, Frau Hoffmann, da haben Sie völlig recht, wenn Sie das eben gesagt haben, ein Schnellschuss. Und das machen wir nicht mit. Dennoch werden wir entsprechend natürlich eine Anhörung machen und heute Abend diese auch im Ausschuss beschließen. Vielen Dank.